Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wir haben zuletzt den Ferdinand plattgehauen. Uns eine neue Dame in den Turm geholt, die jetzt gerade hier nicht rumläuft. Und der Turm ist jetzt schon relativ fortgeschritten. Ja, mach das. Wir haben der Schmiede eine Durium-Rüstung gemacht. Wir haben auch jetzt nicht mehr so besonders viel Gold. Wir müssen noch den Eingang ins Zwergenland finden und Oberon töten. Und ja, an dieser Stelle werden wir jetzt fortsetzen. Dazu werde ich mich wieder in den Dunkelwald begeben. Wobei mir gerade noch was einfällt, was ich nochmal nachschauen wollte. Dazu muss ich allerdings ins Hügelland. Denn hier gab es noch einen Gegenstand. Und da möchte ich nachschauen, ob ich ihn schon abgeholt habe. Und ich sehe, ich habe ihn noch nicht abgeholt. Gut. Drei blaue Schergen. Das sollte machbar sein. Die Lebensenergie hätte ich gerne. So, und dann komme ich hier freundlicherweise durch. Und kann direkt hier hinterlaufen. Warum geht es nicht? Irgendwie hatte die Steuerung gerade einen Aussetzer. So, die tragen jetzt diesen Gegenstand zum Turm. Und dadurch, dass die 15 auch recht fix, sehr gut. Und im nächsten Schritt gehen wir dann in den Wald. Dort uns um Oberon kümmern. Da konnten wir zum nicht weitermachen, weil uns die blauen Schergen gefehlt haben. Da kommt unser Gegenstand. Und weg damit. Das ist sehr gut. Ein sehr guter Gegenstand. So, wir können leider von hier nicht direkt in den Wald. Wir müssen erst zum Turm. Und kehrt. Und jetzt können wir in den Dunkelwald reisen. Und dort nach dem Rechten sehen. Beziehungsweise nach Oberon sehen. Diesen aufwecken und dann besiegen. Dunkelwald. Wahnsinn davon. So. Das müsste funktionieren. Nicht vergessen, hier einige Käfer zu meucheln. Ja. Zunächst erstmal hier wieder orientieren. Gar nicht mehr, wo es lang geht. Die Käfer. Ach ja, und die. Na gut, dann meucheln wir zuerst alle. Ja. Zerstörer der Natur. Er ist nicht von dieser Welt.
klauen und schergen können, erfreulicherweise. Die Elfen besiegen. Das ist eine sehr nette Funktionalität. Die Elfen sind ja leider Geister, das heißt, dass unsere normale Schergen denen nichts anhaben können. Weil Geister normalerweise nicht geschlagen werden können. Aber... die blauen Schergen können dagegen vorgehen. So. Im Endeffekt müssen wir ja nur... Geht natürlich so nicht. Dann müssen die eben direkt nach oben gehen. Im Endeffekt muss ich ja nur den Wurzeln folgen und finde Oberon dabei auch. Da vorne ist er. Und hier war die Stelle, wo wir nicht weiterkamen. Tamtam, weil es hier Wasser hat. Schauen wir mal, was wir da machen können. Hier auf jeden Fall einen großen See mit großen Kröten, was ich für bedenklich halte. Gehen wir einfach mal, was passiert. Das geht natürlich so nicht. So, mit zwei Schergen. Natürlich jetzt nicht funktioniert. Ja, sehen, die Steuerung funktioniert extrem gut. So, jetzt noch einmal. Funktioniert das so, wie ich das wollte? Da hoch. Und dort drehen. Das stört im Endeffekt nur noch diese Kröte. Aber ich denke, die wird noch bleiben. Für die zwei Schatztruhen lohnt sich das einfach nicht, so viele blaue zu opfern. Natürlich den Elfen angreifen. Weil es genau genommen natürlich keinen Sinn hat, die Elfengeister zu töten. Doch, die geben blaue Lebensenergie. So. Dann haben wir hier eine Höhle. Die Schädelhöhle. Wo naheliegenderweise Schädel vor der Tür sind. Unter den Augen des schlafenden Elfen. Hier entstehen seine Albträume. Hier bin gewissermaßen auch ich entstanden. So, aber ich fasse das einfach mal als Warnung auf, dass wir hier vermutlich komischen Kreaturen begegnen. Jemand einen Helm? Das dachte ich mir. So. Zum Beispiel diesen. Und du wirst ihn nicht wiederbeleben. Bisher war das alles eine Frage der Anzahl der Schergen.
Achso, dort unten ist ein großer Hammerträger. Und hier ist eine Dingblume. Die werden wir jetzt quasi nehmen. Hier absetzen und wieder wegrennen. Immerhin. Jetzt wird er wiederbelebt, das ist natürlich sehr sinnvoll. Das heißt, wir werden noch einmal die Stinkblume nehmen. Diesmal direkt hier absetzen. Was unseren Schergen jetzt natürlich das Leben gekostet hat. Das heißt, die ganze Aktion ist vielleicht nur eingeschränkt sinnvoll. Mindestens passt sie einfach nicht zu meiner Kampftaktik, deswegen werde ich jetzt hier rumlaufen. So, ein Mann Verlust. Und dafür alle Gegner weg. Das kann sich sehen lassen. Hier bekommen wir Ersatz. Das ist sehr nett. Sollten sich hier natürlich alle Waffen abholen. So. Du gehst mit dahin. Ich klopfe hier mal die Tür auf. Ah, jetzt tut er das für mich. Denke ich. Nein, er wartet nur auf den Angriffszeitpunkt. Gut. Also Rolsten funktioniert immer noch sehr gut. Da kann es überhaupt keinen Zweifel dran geben. Aha. Hier kann ich auch rein. Das da hinten. Hier am Wasser gibt es jede Menge Zeug. Ah, jede Menge Schatzkisten. Und das sind einfach nur Glühwürmchen. So, also weiter im Text. Bin verwirrt. Hier können wir auch noch rein. Was sich lohnt, wie wir sehen. Könnte ein Mana-Zauber sein. So. Kurz und schmerzlos. So, dann folgen wir mal weiter der Wurzel. Irgendwo. Hier, wo ihr Ende habt.